Moin, moin, ihr Weihnachtsnasen. Na, also, es ist der 23. Dezember. Also hier bei mir, wahrscheinlich nicht bei euch, wenn ihr dieses Video anseht. Und ich bin gerade dabei, unsere Online-Variante von unserem Weihnachtsgottesdienst zu schneiden. Und wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob wir unseren Weihnachtsgottesdienst online oder offline feiern müssen dürfen, weil die koreanische Regierung da manchmal ein bisschen spontan sein kann, was so, ja, Veranstaltungen angeht. Naja, und ich habe euch über den Monat jetzt eigentlich wenig gezeigt, wie Weihnachten hier in Seoul funktioniert. Aber da habe ich mir gedacht, ich habe ja noch zwei, drei Tage, und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und zeige euch so, was ich jetzt in den nächsten Tagen erlebe. Also, viel Spaß dabei! Frohe Weihnachten! Es ist der 24.12. hier in Seoul und ich mache mich auf den Weg zu meinem ersten Gottesdienst. Es ist ungefähr 10 Uhr morgens und das Ziel ist heute die Gyeongdong Church. Gyeongdong Church ist ein Mitglied der presbyterianischen Kirche hier in Seoul und die haben häufiger mal gefragt, ob ich nicht zum Gottesdienst kommen kann. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eigentlich immer nur so eine gut gemeinte Einladung ist, die man halt ausspricht, wenn man gerade vorbeikommt, oder ernst gemeint. Denn ich weiß leider nicht, ob man sich heute anmelden muss oder nicht. Naja. Ich probiere mal einfach vorbeizukommen. Mal gucken, ob sie noch Platz haben. Vielleicht habe ich ja Glück. So die Adventszeit und auch der 24. sind hier in Seoul Tage wie alle anderen auch. Es wird ganz normal gearbeitet. Die Stadt sieht jetzt auch nicht groß anders aus, also wenn man sich hier mal so umschaut. So vereinzelt sieht man mal so Weihnachtsdekorationen in Hotels oder öffentlichen Plätzen. Aber ansonsten ist es eigentlich eine Zeit wie jede andere auch. Denn ja, der Christenanteil hier in Seoul ist zwar relativ groß für eine Minderheit, aber trotzdem ist das Land natürlich eher buddhistisch und anderweitig geprägt. Hier verbringt man Weihnachten meistens mit einem ganz besonderen Menschen in seinem Leben. Also es ist praktisch ein Pärchenabend, wo man dann abends losgeht in ein fancy Restaurant und dann ja, gemeinsam isst, trinkt und anderweitige Sachen macht. Richtig gefeiert wird dann erst am 25. Zwar jetzt auch nicht so groß mit Familie, also dass man wieder zusammenkommt und sich trifft, aber zumindest so in den meisten christlichen Haushalten da. Ich war vor ein paar Wochen hier, um mit einem der Pastoren was zu bereden. Und er meinte, hey, wir haben einen Gottesdienst an Weihnachten. Komm doch gerne und feier mit. Und ja, dieses Angebot nehme ich dann jetzt mal wahr, aber ich wundere mich ein bisschen. Es ist hier erstaunlich leer. Habe ich vielleicht irgendwas vergessen? Also heute ist der 24. Ich wurde zum Weihnachtsgottesdienst eingeladen. Der startet um 11 Uhr. Ich bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde zu früh. Okay. Also entweder Koreaner starten ihren Gottesdienst sehr, sehr pünktlich. Oder er fällt aus. Oder ich habe hier irgendetwas komplett missverstanden. Mal gucken, ob ich jemanden finde, der mir helfen kann. 20 Minuten und ein erhellendes Gespräch später. Moin, ihr Lieben. Ich habe herausgefunden, was mein Fehler war. Als ich wortwörtlich zum Weihnachtsgottesdienst eingeladen wurde, ging ich davon aus, dass dieser Gottesdienst an Weihnachten, also für mich am Heiligabend, stattfindet. Was man allerdings meinte, ist Weihnachten, den ersten Feiertag. Da findet der Weihnachtsgottesdienst statt. Ah, ein typischer Fall von einem kulturellen Missverständnis. Witzig. Hätte man drauf kommen können, bin ich aber nicht. Naja, jetzt hatte ich hier einen schönen Spaziergang und bin schon mal wach für das, was heute Nachmittag kommt. Zu Hause angekommen gab es denn unser Weihnachtsessen. Das ist ein sogenanntes Kimchi-Jjigae, also ein Eintopf aus eingelegtem Chinakohl mit Tofu und Schwein und Rind
und ein bisschen Fischbrühe. Da drin kommt einfach alles zusammen. So, auf geht's zum nächsten Punkt der Tagesordnung für Heiligabend. Ich mache mich gerade auf dem Weg zur katholischen Gemeinde, denn dort werden wir heute Abend unseren ökumenischen Weihnachtsgottesdienst feiern. Das ist eigentlich ganz cool. Also der Bruder Benedikt, der die katholische Gemeinde leitet, meine Anleiterin und ich haben gemeinsam einen Gottesdienst ausgestaltet mit Krippenspiel und allem, was so dazu gehört. Und ich bin ja auch sehr gespannt, wie das dann halt so in der Realität wird, weil ganz schön laut hier. Weil ich habe in Deutschland so etwas noch nicht erlebt oder auch davon gehört, dass Katholiken und Protestanten da gemeinsam Weihnachtsgottesdienst feiern. Also ich bin sehr darauf gespannt, wie es denn wird. Und ja, hoffentlich kann ich euch noch ein bisschen was davon zeigen. Bis denn! Ja, das Krippenspiel oder beziehungsweise die Probe für das Krippenspiel ist vorbei. Und ich werde mich jetzt hier in meiner Sakristei umziehen und naja, mal gucken, was der Abend noch so bringt. Während des Gottesdienstes konnte ich jetzt nicht ganz so viel aufnehmen, da ich ja auch daran beteiligt war, aber ich verlinke euch mal unseren Online-Gottesdienst in der Videobeschreibung. Besonders das Krippenspiel solltet ihr euch ansehen. Der Gottesdienst ist jetzt vorbei und ja, lief alles super. Und ja, es ist ein merkwürdiges Gefühl, heute echt nur einen Gottesdienst zu haben, an dem ich mitwirke. Wird wahrscheinlich nie wieder so sein. Aber trotzdem ist mein Tag für heute noch nicht ganz vorbei. Marie und ich sind heute Abend noch in der amerikanischen Gemeinde bzw. der International Lutheran Church eingeladen zum Weihnachtsliedersingen um 19 Uhr. Ja doch, ich glaube 19 Uhr war das. Der Weihnachtsgottesdienst in der International Lutheran Church war dann ein gelungener Ausklang dieses Weihnachtstages. Da es ja erst Heiligabend war und auch die Amerikaner erst am 25. feiern, war der Gottesdienst ein bisschen anders als bei uns zu Hause. Es war ein bisschen abgespeckter als bei uns. Es gab keine Predigt, dafür viel Musik und Gesang. Es wurde sogar ein deutsches Lied gesungen. Zwischendurch wurde dann immer mal wieder aus der Bibel vorgelesen. Und zum Schluss durfte natürlich auch Stille Nacht nicht fehlen. So, wir kommen gerade von den Amerikanern wieder und wir haben einen massiven Ohrwurm von Joy to the World. Okay, das ist ja auch peinlich. Ja, das war richtig cool. Es fühlt sich so ein bisschen an wie der 23 Uhr Gottesdienst in Deutschland. Nur dass er halt nicht 23 Uhr ist, sondern wie spät haben wir es? Es war 19 Uhr. Also wir haben um 19 Uhr angefangen. Jetzt ist es 20:30. Jetzt ist es 20:30, ja. Also lassen wir mal gelten. Ja, das war Weihnachten, Heiligabend in Seoul. Sogar mit Kerzen entzünden, ganz kurz. Für ein Lied. Das war cool und Licht aus. Das war richtig gut. Und ja, jetzt ist noch einmal der Schnack mit der Familie dran. Mhm. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. Ja. Der Tag ist zwar vorbei, aber Weihnachten ja nicht. Ja, morgen geht's nämlich früh nochmal in die Gyeongdong Church. Zu den Koreanern. Weil, ja, die feiern ja erst morgen, wie wir heute rausgefunden haben. Mal gucken, was da uns noch erwartet. Und dann ja, sollten wir jetzt mal alle großen Gottesdienste abgearbeitet haben. So, wir gehen jetzt nach Hause. Euch noch einen schönen Abend. Bis dann.